Guten Abend und herzlich willkommen im Österreichischen Filmmuseum zum mittlerweile dritten Termin in unserer gemeinsamen Filmpionierinnenreihe. Mein Name ist Michael Löwenstein. Ich habe heute wirklich keine andere Rolle, als zu sagen, wie sehr es mich freut, dass wir diese Veranstaltungsreihe hier bei uns haben können und dass es eine großartige Gelegenheit ist, nicht nur wirklich fantastische Künstlerinnen und wirkliche Vorreiterinnen von der Rolle von Frauen in der österreichischen Filmkultur und Filmindustrie hier zu haben, sondern das auch im Verbund mit ganz tollen Menschen zu machen. Und in dem Sinne übergebe ich gleich an einen anderen tollen Menschen, wo ich das Glück habe, dass sie für uns arbeitet, nämlich Andrea Pollach, eine ganz langjährige Kollegin und Freundin, Filmwissenschaftlerin hier im Filmmuseum in der Programmabteilung. Seit mittlerweile, glaube ich, 2 Jahren. Einem Jahr. Es fühlt sich länger an, das kann schlecht oder gut sein, es ist gut in diesem Fall. Tätig und ebenfalls Vorstandsmitglied von FC Gloria. Andrea, bitte übernimm deinen Abend. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch außerordentlich auf das folgende Werkstattgespräch mit Käthe Kratz. Katharina Mückstein, Regisseurin und Autorin, wird mit dabei sein, und Julia Püringer, Filmjournalistin. Ja, wir haben uns sehr gefreut, als Wilbert Brennen-Donnenberg und Julia Püringer vor einiger Zeit auf uns zugekommen sind und uns diese Idee präsentiert haben und wir sozusagen eine feministische Museumsreihe installieren konnten hier. Und ja, ich denke, die meisten von Ihnen waren jetzt auch vorher im Film und ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch und übergebe jetzt an Julia Püringer. Vielen lieben Dank, Andrea, dass wir hier sein dürfen. Ich halte mich ganz kurz. Wie haben Sie das gemacht? Ist in Österreich und vor allem in der österreichischen Filmbranche eine Frage, die Frauen viel zu selten gestellt wird. Eine Gesellschaft und eine Branche, die sich in jeder Generation neu fragen muss, wer ihre wichtigsten Künstlerinnen sind und waren, hat eine verschobene Selbstwahrnehmung. Und das wollen wir ändern. Wir haben nun am dritten Abend unserer Filmpionierinnenreihe 2 weitere kongeniale Gesprächspartnerinnen gewinnen können. Mit Käthe Kratz spricht Katharina Mückstein. Und ich möchte Ihnen noch dieses Zitat mitgeben, das die Katharina Mückstein bei einem unserer Vorgespräche uns geschenkt hat. Und zwar stammt das von ihrer Mutter. Und das heißt, wenn man sich damit nicht unbeliebt macht, ist das ziemlich sicher kein Feminismus. Ich übergebe gleich an dich, weil ich habe euch eigentlich gerade vorhin in der Tür stehend beim Gespräch unterbrochen, bei dem ich mir sicher bin, dass es andere Leute im Saal auch interessiert. Ja, also erstmal hallo, guten Abend. Schön, dass wir alle da sind. Ich freue mich total über dieses Kennenlernen. Wir haben uns zu einem Vorgespräch getroffen. Da habe ich eben schon erzählt, dass mein Studium auf der Filmakademie von 2004 bis 2010 in der Klasse von Michael Haneke von der Absenz von Regisseurinnen geprägt war. Also ich habe tatsächlich in meinem gesamten Regiestudium aus der Regieklasse heraus nie einen einzigen Film von einer Regisseurin anschauen sollen. Es gab einen Kanon von den sozusagen 50 besten Filmen, die man in den ersten 2 Studienjahren anschauen sollte. Da war kein einziger Film von einer Frau dabei. Und es wurde auch nie eine Regisseurin eingeladen, um über ihre Arbeit zu sprechen oder so. Also ich habe 2010 dann mein Studium abgebrochen und kannte eigentlich, außer das, was ich mir selbst angeeignet habe, eben keine Regisseurinnen über mein Studium. Und umso toller ist es jetzt für mich, dass wir uns so, sage ich mal, richtig kennenlernen konnten, und das Erste, was mir so eingefahren ist, wie ich deinen Film gesehen habe, war, dass ich denke, dass es heute fast unglaublich scheint, dass man vor 30 Jahren oder 40 Jahren mittlerweile solche Filme fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen machen konnte. Also, dass es dieses Interesse gab für solche Geschichten, den Raum,
Auch, dass du das selber schreiben und Regie führen konntest. Ja, und mich würde total interessieren, wie diese Stimmung war beim Fernsehen. Also, weil sich ja auch die Bedeutung des Fernsehens so stark geändert hat. Und ja. Ja, also da, das führt zu verschiedenen Quellen natürlich. Ein wichtiger Punkt ist sicher, dass damals das Privatfernsehen, ich weiß gar nicht, ob es es schon gegeben hat, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, es war nicht wichtig. Das heißt, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hatte eine ganz wichtige Funktion und wurde auch wahrgenommen als ein wichtiges Medium. Also wenn da ein Film gelaufen ist, dann wurde am nächsten Tag darüber geredet. Ja, also das war so. Dazu eine zweite Geschichte. Es gab noch kein Filmförderungsgesetz. Das heißt, es gab keine Förderung für Kinofilme, außer im experimentellen Bereich. Das heißt, es gab so gut wie keine Kinofilme. Das heißt, das Fernsehen war der einzige Ort, an dem man Filme ab einer bestimmten Größenordnung machen konnte. So, das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung. Generalintendant, also Fernsehdirektor oder wie immer wurscht, war damals Gerd Bacher, ein bekannter Hardline-Konservativer, der aber offenbar verstanden hat, dass da ein neuer Geist weht. So in der Nachfolge von 68, aber durchaus auch schon in der Folge der Frauenbewegung. Also dass da etwas in Bewegung war und dass es nicht so opportun schien, das völlig auszuklammern. Ja, also der war da irgendwie wach genug, solche Dinge in Maßen und nach heftigen Kämpfen und so weiter und so fort, aber doch zuzulassen. Wenige Jahre vorher, bevor ich meinen ersten abendfüllenden Spielfilm beim ORF gedreht habe, wurde mir noch von der rechten Hand der sogenannten, des Herrn Bacher, beschieden, also solange ich da sitze, wird keine Frau Regie führen. Also das war auch ein Teil der Wirklichkeit. Und es war sicher der erstarkenden Frauenbewegung geschuldet, dass es einfach nicht mehr tragbar war, ja? Also die Frauen vollkommen außen vor zu lassen. Das heißt nicht, dass ihnen Tür und Tor geöffnet worden wäre, aber man konnte sie nicht mehr völlig ignorieren. Und es war schon der Selbstanspruch der damals Fernsehspielabteilung oder wie immer das geheißen hat, qualitativ hochwertige Dinge zu produzieren. Und der ORF war zu der Zeit auch in Europa höchst angesehen. Also ganz, um nicht zu sagen, federführend. Also das war wirklich eine Hochzeit. Die hat nicht sehr lange gedauert, aber sie war mal. Ja. Das sind jetzt sozusagen die Wurzeln, auf denen das für mich persönlich, also die Frage, wie das entstanden ist. Ich war ein ganz aktives Mitglied der Frauenbewegung. Und eine der ganz wichtigen Fragen, die uns herumgetrieben hat, war nach unserer Geschichte. Also die scheinbare Geschichtslosigkeit von Frauen war etwas, das wir alle als großes Manko in unseren Biografien und im Erleben unserer selbst verstanden haben. In dem Vorgespräch hast du das Bild gebracht von es fehlt so jemand, der die hinter mir steht, die mir den Rücken stärkt, die mir da Sicherheit gibt. Und genau dieses Gefühl war es auch, das uns da sehr stark bewogen hat, uns mit Geschichte zu beschäftigen. Und für mich war der Ausgangspunkt zu fragen, welche bestimmten Punkte in der Geschichte, wie haben die für Frauen sich dargestellt? Also eine Darstellung, die es im Geschichtsunterricht natürlich nicht gab, die es auch in der Literatur nicht gab und in sonstigen Büchern auch nicht.
Und dann hast du mit Lebenslinien, also 5 Filme in diesem Ausmaß gemacht. Ja. Und also wie lange hast du daran gearbeitet? Ich stelle mir das, also du hast 5 Filme geschrieben, 5 Filme gedreht, 5 Filme fertiggestellt. Ja. Wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber wenn ich mal sage 7 Jahre, dann ist es wahrscheinlich in etwa richtig. Ja. Und die wurden dann aber einer nach dem anderen fertig gemacht und auch ausgestrahlt, oder wurden die alle fertig gemacht und dann ausgestrahlt? Na, die ersten 3 Filme haben, und das muss man sich einmal vorstellen, kreuz und quer gedreht, verschränkt gedreht. Ja, also immer, wenn wir an bestimmten Motiv waren, das wiedergekehrt, haben wir da einmal etwas gedreht von 1918, einmal von 1893, einmal von 1938, und so ging das also hin und her, war eine ziemliche Herausforderung. Und die wurden dann auch gemeinsam präsentiert und gemeinsam ausgestrahlt. Und die beiden anderen, der 1955 und 1968, die wurden dann extra gedreht und extra gezeigt. Und wo hast du damals recherchiert für den ersten Teil? Wo hast du diese Frauenfiguren gefunden? Ich habe wieder dieses Bild von den demonstrierenden Mädchen ganz, ganz fantastisch. Und das ist ja was wir, glaube ich, alle in der Schule nie gehört haben. Wir haben schon gelernt, dass es Bedienstete gegeben hat, aber dass die auf die Straße gegangen sind, davon hätte ich nie gehört, bevor ich den Film nicht gesehen habe. Also wie ich jetzt auf das Thema der Dienstbotentinnen gekommen bin, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ich weiß, ich habe unendlich viel gelesen, viel alte Zeitungen, viel Chronik, viel Kriminalgeschichten, also in Zeitungen und so weiter. Und irgendwann bin ich auf eine so winzige Notiz gestoßen, dass es eine Dienstmädchendemonstration gegeben hatte. Und das war ja nun Dienstboten beiderlei Geschlechts, waren ja nun bekannt als die, die sich immer auf die Seite ihrer Herrschaft schlagen, die sich nicht organisieren, die kein Klassenbewusstsein haben, die bla bla bla. So. Also das war so das Bild und hat natürlich auch ein gewisses Maß an Berechtigung gehabt. Und dann lese ich da plötzlich, die sind auf die Straße gegangen. Ja. Und das hat mich so fasziniert, dass das so eine der Kernszenen des Films geworden ist. Ja. Wie geht so ein Weg, dass dann Menschen plötzlich, die alles andere gelernt haben, deren Lebenspraxis eine völlig andere ist, dass die sich plötzlich gemeinsam auf die Straße begeben. Und so habe ich immer wieder an so kleinen Details Geschichten aufgehängt. Also zum Beispiel in der Geschichte, die 1918 spielt, Ende des Ersten Weltkrieges, die Soldaten kehren zurück. Und es ist eine kurze revolutionäre Phase, in der Soldatenrätinnen, aber auch Arbeiterräte gegründet werden. Und ich habe mich darauf verbissen, ich wollte wissen, gab es damals eigentlich auch Arbeiterrätinnen? Na, und sie da, es gab sie. Aber sie kamen wieder irgendwie so irgendwo einmal vor. Ja. Das heißt, es war so ganz viel Grabarbeit. Es waren immer wieder Fragen, die eigentlich niemand gestellt hatte. Ne? Und dabei kommt es eigentlich mit so einer Leichtigkeit daher, ne? Weil du hast dann in einem Nebensatz, sagt er zu ihr, wir Sozialdemokraten, wir passen auf unsere Frauen auf. Ja. Und gleichzeitig, wenn man sich dann denkt, dass es zu einer Zeit gedreht ist, wo natürlich die Frauenbewegung ihren Platz in der Linken ganz vehement beansprucht hatte, schon über Jahrzehnte, fand ich das irgendwie so locker mit einem Augenzwinkern, aber halt auch ein sehr scharfer Kommentar. Ja. Und hier im Saal wurde auch gelacht. Ja, ja. Weil es ist ja immer noch ein Thema, ob jetzt feministische Positionen in der Linken ausreichend abgebildet werden. Ja. Und so. Also so Haupt- und Nebenwiderspruch wird, denke ich, ja sehr viel verhandelt. Und es kommt aber eben mit so einer Leichtigkeit daher, das finde ich wirklich beeindruckend. Das finde ich, der Film sehr wenig didaktisch wirkt oder so. Ja. Also du verhandelst irgendwie alle Aspekte von prekarisiertem Frausein. Ja. Und es ist sehr politisch, aber ich finde, also ich fühle mich irgendwie nicht belehrt. Ja, ja. Das ist gut.
Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber es ist gut, wenn es sich nicht so anfühlt. Sehr gut, hat mir auch gefallen, also die Fahrt von dem Porträt von Franz Josef zurück auf die Gendarmerie, die sie, ich weiß eben nicht, ob es eine Vergewaltigung ist oder auf jeden Fall sexualisierte Gewalt, die sie da erfährt. Ja. Und das fand ich irgendwie auch, also wenn ich daran denke, eben ich bin 82 geboren und ich habe in der Schule noch jede Menge K&K-Idealisierung mitbekommen, ja, und ist ja bis heute so, also wir können uns immer noch Sissi-Filme anschauen und so. Mhm. Also da fand ich irgendwie diesen kleinen Seitenhieb sehr gelungen. Ja, ja, das war ja die, also die Dienstbotinnen, die waren ja dauernd so an den Rand der Prostitution positioniert, am Rand. Also das nur kurz arbeitslos zu sein, hat schon geheißen, ich schon Prostituierte oder so. Also das war ein ganz, ganz, ganz schmaler Grat. Also die Bereitschaft da, Frauen heftigst zu diskriminieren, die war ganz, ganz alltäglich, ne? Ich habe zur Vorbereitung auf ein Interview mit dir, das war aber schon vor ein paar Jahren, nachgehört. Und zwar gibt es, ich kann das sehr empfehlen, in der österreichischen Mediathek zum Nachhören eine Einsendung von Tag zu Tag mit dir aus dem Jahr vom 4.11.1983. Und zwar ist das diese Nachmittagssendung, wo Leute anrufen können und ihre Meinung zu was sagen können. Und alle haben diesen Film gerade gesehen gehabt und haben eine Meinung dazu gehabt. Und ich kann mich sehr gut erinnern an den Anruf einer erzürnten Frau, die gesagt hat, eine ältere Verwandte von ihr war auch Dienstmädchen und die war immer Teil der Familie und das war überhaupt nie so arg. Und ich habe das sehr interessant gefunden, weil ich habe das so gekannt, so aus dieser, dass man die Nazi-Generation, also die Nazi-Zeit so verklärt, aber es ist mir dann aufgefallen, dass das ein ganz altes Muster ist, dass man schiere Dinge sich dann irgendwie schön redet. In meiner Erinnerung war diese Anruferin, an die ich mich übrigens auch erinnere, erstaunlicherweise, eine von der Herrschaftsseite. Also die gesagt hat, dass ihr Dienstbot oder dass die Dienstbotin ihrer Eltern, Großeltern, Tante, Onkel, was weiß ich, dass die immer Teil der Familie war. Ja? Und das ist dann natürlich eine andere Perspektive, ne? Zu sagen, ja, das ist... Ich glaube, es hat beides, ich bin meines, hat beides gegeben. Aber ich kann es sehr empfehlen. Es ist ein Zeitdokument und zwar lustigerweise viel weniger über dich und deinen Film als über die Anrufenden. Es ist sehr faszinierend. Mhm. Ja, das hat schon viel Irritation im Positiven und im Negativen gebracht. Also im Positiven im Sinn von Dinge in Frage stellen und Dinge halt neu sich anschauen und im Negativen halt in Form von blanker Aggression. Na, mir hat das auch sehr gut gefallen, also die, die Psychologie mit der, wie nennt man das denn, der gnädigen. Der was? Der gnädigen ja. Frau, also wo sich dann plötzlich so irgendwie so eine Zärtlichkeit entspinnt und gleichzeitig weiß man die ganze Zeit, es kann nicht sein. Hält nicht, ja. Und auch das Übertragen irgendwie von, also es hat mich dann, ich fand es dann irgendwie sehr zeitgemäß, ja, in diesen Diskursen über Care-Arbeit und das, was man alles auslagert an arme Frauen. Mhm. Eben eine Freundin von mir, die Soziologin ist, die macht gerade ein großes Forschungsprojekt, wo sie Reinigungskräfte befragt zu sexualisierten Übergriffen bei der Arbeit. Und also was in diesem prekarisierten Arbeitsbereich alles passiert und ich musste die ganze Zeit daran denken, ja, dass wir ja da immer noch sind, dass also wie halt Klasse und Geschlecht zusammenwirken. Ja, ja. Und das fand ich total aktuell irgendwie. Ja. Und auch eben dieses, also ich habe mich dann noch selbst ertappt gefühlt oder auch, ich musste dann auch eben an meine Mutter oder andere wohlhabende Frauen denken, die ich kenne, die dann halt eben so ein freundschaftliches Verhältnis mit ihren Haushaltskräften haben und wo man dann so ein bisschen das vom Tisch wischen möchte, dass es eigentlich wirklich nicht in Ordnung ist. Ja. Und man versucht sich mit Andeutungen von Freundinnenschaft oder so darüber hinwegzuretten. Und dann ist es ja auch wieder eine
ganz große Frage auch heute im Feminismus, also weißer oder liberaler Feminismus, der Klasse nicht mitdenkt und welche Privilegien halt dann ökonomisch besser gestellte Frauen genießen, ja, und die anderen hinter sich lassen oder wobei gerade, also jetzt historisch, weil du die Gnädige angesprochen hast, ne? Also die Situation von so bürgerlichen Frauen, sei es auch relativ wohlhabenden, war elend. Ja. Ne? Also eine weitestgehende Rechtlosigkeit, eine Ohnmacht, ein Ausgeliefertsein, das also weit entfernt von wirklich privilegiert war, obwohl es ökonomisch natürlich privilegiert war, aber die Situation selbst war elend. Gibt es eine Frage? Wahrscheinlich. Wir wollten es ans Ende setzen, aber na, gerne, gerne. Es ist, soll offen sein, bitte. Meine Frage ist einerseits, woher Sie den Mut genommen haben, Ihre Projekte zu realisieren, also und ob Sie einen Kreis hatten von Leuten, mit denen Sie recherchiert haben, also wie einsam oder wie nicht einsam war Ihre Arbeit, auch aus feministischer Perspektive. Und ja, eigentlich ist das die Hauptfrage. Danke fürs Beantworten. Also im Prinzip habe ich allein recherchiert, wobei ich nicht sagen würde, einsam. Also ich habe das, ich erinnere mich damit an eine gute Zeit, ja, wo ich da mich in den verschiedenen Bibliotheken mich da durch diese Zeitungen und Zeitschriften und Bücher und so gewurstelt habe da und fand das wirklich wie eine Abenteuerreise. Also ich habe das war eine gute Zeit, habe ich gern gemacht. Es gab durchaus Menschen um mich, die mir vor allem am Anfang auch geholfen haben, zu der Zeit geholfen im Sinne von Durchsetzen von Projekten. Also speziell vor dem ersten Spielfilm, dann nicht mehr, dann war es auch nicht mehr nötig. Aber vorher schon, da habe ich durchaus Hilfe gebraucht und hätte ich die nicht gehabt, und zwar von Männern, und hätte ich die nicht gehabt, ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre. Das wollte ich dich eher bitten, das zu erzählen, weil das finde ich in unserer Generation auch teilweise sehr fast untypisch, also so radikale männliche Solidarität, wo Männer auch richtig drohen, Schritte zu setzen, wenn da nichts passiert, habe ich sehr toll gefunden. Möchtest du das erzählen? Ja, das war die Alpensager-Partie und ich hatte ja dort als Regieassistentin gearbeitet und denk mal, ich war da auch nicht unwichtig in der Umsetzung, weil der Regisseur ein reiner Theaterregisseur war. Also insofern so, und da war schon ein Bewusstsein, dass ich das halt auch kann, dass ich es gelernt habe und dass ich es kann. Und dann gab es auch, jetzt noch so 68 FFF, so einen Selbstanspruch der Solidarität. Und zwar einen durchaus ernst gemeinten Selbstanspruch der Solidarität. Und den haben diese drei Männer damals wirklich umgesetzt und gesagt, sie machen die Alpensager nicht, wenn ich nicht die Möglichkeit kriege, mein Projekt durchzuziehen. Und dann hat der ORF nachgegeben. Ja, ja. Muss man so stehen lassen, dankbar und in positiver Erinnerung. Nein, ich war ganz beeindruckt, weil ich glaube, mir ist überhaupt nichts Vergleichbares in meiner gesamten beruflichen Laufbahn und auch nichts Vergleichbares, was ich je gehört habe, außer so wohlmeinendes. Nein, wir sind total dafür, das ist extrem wichtig. Aber ja, aber ich denke mal, das ist auch ein anderer Geist, der damals geweht hat oder im Leben war. Also die Kollektivität, die Solidarität, die Organisiertheit, das sich in irgendeiner Weise als etwas Gemeinsames, als Menschen mit ähnlichen Zielen, ähnlichen Problematiken zu begreifen und insofern das auch zu unterstützen, so. Das war schon ein ganz anderer Geist, als es heute ist, und
der in den späten 80er, 90er Jahren von der neoliberalen Welle halt wirklich weggeblasen wurde. Da ist wirklich zunächst einmal nichts übrig geblieben. Jetzt habe ich den Eindruck, in den letzten 15 Jahren entsteht wieder sowas, eine Ahnung davon. Aber es war wirklich ein grundsätzliches Bewusstsein, die Welt ist veränderbar, wir wollen sie verändern, wir halten da zusammen, indem wir sie verändern oder indem wir ermöglichen, dass sie verändert wird. Und wir sind zwar auch Konkurrentinnen, aber wir sind primär die, die was Ähnliches oder was Gleiches wollen, und die eigentliche Konkurrenz ist woanders. Ja. Darf ich dich noch ganz kurz bitten, weil sonst entfernen wir uns immer mehr davon weg, wie deine Anfänge waren. Ich meine, das klingt so drastisch, du warst quasi die erste Regie-Studentin quasi. Aber so wie du das schilderst, klingt es nicht ganz so drastisch. Du hast gesagt, du bist ein bisschen geschwindelt, du hast mit Drehbuch angefangen. Nein, ich hab geschwindelt in dem Sinn, dass ich gesagt habe, nein, dass mir in den Mund gelegt wurde, und sie wollen sicher Schnitt machen, wie ich mich angemeldet habe. Und ich habe sofort gesagt, ja, ja, und so. Und naja, und dann kaum war ich aufgenommen, habe ich gesagt, na, eigentlich ist das nicht das, was ich will, sondern eigentlich wollte ich erst Kamera studieren. Und das habe ich auch 2 Jahre lang verfolgt, mit heftiger Häme vom Kameraprofessor begleitet. Na gut. Und dann habe ich das aber sein lassen, zum einen, weil ich gewusst habe, das kann ich nicht schaffen, und zum anderen, weil mir auch das Drehbuch und Regie führen inzwischen wichtiger und näher war. Also das war ein guter Wechsel. Und und so habe ich mich da halt durchgeschwindelt. Manchmal muss man das. Ja. Aber sie hätten mich ganz sicher nicht aufgenommen, wenn ich gesagt hätte, ich möchte Regisseurin werden. Also das schließe ich einmal aus. Ja, also was mir jetzt, woran ich jetzt gerade gedacht habe, war eben, wie ich auf der Filmakademie aufgenommen wurde. Ich habe mich ein erstes Mal beworben, 2000 oder 2001, da habe ich maturiert und bin nicht genommen worden. Da war noch der Wolfgang Glück, der Professor, und ich bin eben bis in dieses erste Gespräch gekommen, und das war einfach klar, dass wir uns nicht verstehen und dass das einfach damit zusammenhängt, ja, ob man da jetzt gemocht wird. Und dann habe ich mich wieder beworben 2004, und da war dann eben der Haneke der Professor, und da war ich dann eben die erste Frau, die der Haneke aufgenommen hat. Da hat aber schon 2 Jahre er schon 2 Jahre die Professur. Und das war aber auch total normal, dass da halt Jahrgänge waren, wo einfach keine Frauen aufgenommen wurden. Und da war auch sehr stark dieses Gefühl, also immer wieder dieses Gefühl, und das war ja auch in unserem Vorgespräch interessant, ja, dass immer wieder dieses Gefühl, die Erste in irgendwas zu sein, ja. Und da ohne eine Anbindung an eine Geschichte immer wieder alleine anzufangen, herauszufinden, wie funktioniert das, ja, zu spüren, okay, mein Geschlecht wird hier so stark in den Vordergrund gestellt, dass ich da irgendwie nicht hineinpasse, und wie viel Energie das kostet, also in der Auseinandersetzung mit sich selbst und dann natürlich ständig in der Abgrenzung nach außen und in dem sich beweisen und so. Und das eben, also wie gut das funktioniert, diese Anbindung an die Frauen, die das davor schon gemacht haben, zu kappen. Ja. Mhm. Und das ist ja, manchmal habe ich mich auch gefühlt, wie so, zum Beispiel nur in diesem Kosmos der Filmakademie immer wieder zu stierdeln und zu merken, die Ruth Mader hat das und das gemacht oder die Barbara Albert hat das so und so gemacht. Ja. Mhm. Also da auch dann tatsächlich das Gespräch zu suchen und herauszufinden, wie war das für die da zu studieren und Filme zu machen und rauszugehen ins Berufsleben und so. Und das war, und ich denke, das ist wahrscheinlich teilweise immer noch so, dass man sich das eben, dass man diese Anbindung tatsächlich suchen muss. Und das, obwohl man eigentlich einen Ausbildungsweg geht, wo einem das ja zustehen sollte. Ne? Also
Was, wenn nicht das, sollte man bekommen in der Ausbildung? Ja, und es kostet natürlich auch unglaublich viel Energie, wenn man diese Anbindung nicht hat, wie du gesagt hast. Also sozusagen alles immer wieder von vorne erfinden zu müssen, sich selber die Positionen, die Fallstricke zu erkennen, die Strategien des Überlebens zu erkennen, die, also alles das ohne eben diesen Rückhalt kostet wahnsinnig viel Kraft. Und also bei mir hat es irgendwann einmal so ausgeschaut, dass ich einfach nicht mehr konnte, dass ich ein jahrelanges Burnout hatte, weil mir einfach die Kraft war weg, es war alles weg. Nach vielen Jahren immerhin, aber es ist wahnsinnig ermüdend, nicht sozusagen eine Art von Kontinuität, jetzt sowohl eine eigene wie auch eine historische, gehen zu können, auf einem Pfad gehen zu können, sondern jeden einzelnen Schritt, jeden Stolperstein selber sich ja, erfahren zu müssen und den umgehen oder drübersteigen oder drüber stolpern. Und die Frage, warum das so ist, das ist für mich schon eine, wir haben so darüber geredet, ich habe noch immer keine wirkliche Erklärung dafür, weil, wie gesagt, das Problem der Geschichtlichkeit, der Geschichte unserer Existenzen, das war schon in den 70er Jahren ein ganz massives Thema und ist dann offenbar auch wieder verloren gegangen, als hätte es es nie gegeben. Und wie das sein kann, auch dass wir das immer wieder zulassen, das ist schon was mich herumtreibt, was mich endlos beschäftigt. Du warst ja auch bei der Aktion Unabhängiger Frauen, hat dich quasi dieses Feministin-Sein, hat dir das beim Filmemachen schon ein paar Werkzeuge mitgegeben gehabt? Absolut, ja. Es hat mir vor allem einmal das Bewusstsein gegeben dafür, dass das, was ich zu erzählen habe, dass das erzählenswert ist. Also, dass es einen Platz hat und dass es eine Wichtigkeit hat, dass das so. Es hat mir auch das Selbstbewusstsein gegeben, warum soll ich das nicht können? Ja, also, das können alle möglichen Männer, warum ich nicht? Also, so. Hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet. Und hat mich auch nicht wahnsinnig beschäftigt, diese Frage. Ne? Also das war alles so Munitionierungen, die Frauenbewegung mit sich gebracht hat und die dann auf vielen verschiedenen Ebenen Frauen befähigt hat, Positionen zu suchen, Positionen zu behaupten, die vorher undenkbar waren. Ne? Das war ja beim Film natürlich extrem, aber nicht das einzige Feld, das da beackert wurde. Du hast erst gerade Luft geholt, wie ich angefangen habe, was zu sagen. Nein, also ich wollte anschließen an die Frage der Auslöschung von feministischer Geschichte. Und ich glaube ja, dass das eigentlich in der feministischen Theorie immer schon ein Thema war und bis heute ein Thema ist. Und ich meine eben auch, wenn wir jetzt auf diese Geschichte schauen, dann ist es heute eine unbekannte Geschichte und es war damals eine unbekannte Geschichte, eben weil diese Geschichte nicht in die Geschichtsbücher geschrieben wurde. Ja. Und ich glaube auch, dass es, also ich habe ja vor dem Filmstudium Gender Studies studiert und also mir war irgendwie immer klar, dass das Anschließen an, ich sag mal, feministische Kultur oder so, die vor mir schon stattgefunden hat, dass das für mich überlebensnotwendig ist. Ja. Und trotzdem ist es halt, also wenn sozusagen die Mehrheit des Lebens ständig davon geprägt ist, dass das nicht da ist und dass es unsichtbar bleibt, dann kann sich das nie so selbstverständlich anfühlen. Und
deshalb habe ich das auch gleich ganz am Anfang gesagt, also 2004 bis 2010, wo ich studiert habe, das ist nicht so lang her. Und trotzdem ist diese totale Unsichtbarmachung von filmschaffenden Frauen, das zeigt ja auch Wirkung, ne? Also, und es hat ja auch, es hat System. Und ich glaube, eben, also wir haben ja eben im Rahmen von FC Glory und so, da finde ich auch sehr viel Arbeit gemacht, wo wir Generationen zusammengebracht haben. Und trotzdem ist das nur ein Ausschnitt, den wir uns halt schaffen können. Und die Welt rundherum ist trotzdem eine andere. Ne? Ja, aber das ist zumindest ein Forum, ein Ort, eine Basis der Gemeinsamkeit, des Austausches, des gemeinsamen Wohinwollens. Das ist, also ich denke mal, das ist schon ganz, ganz viel wert. Also ja. das gab es in der Zeit, in der ich also gearbeitet habe, nicht. Und ich denke mal, das war einer der größten Mankos, dass wir, ich meine, wir waren auch sehr wenige und wir haben jede auf ganz verschiedenen Ebenen gekämpft und gerauft um unser Überleben und so. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber eine Erklärung dafür, warum dann nicht mehr stattgefunden hat. Ich finde das, was sozusagen mit dem FC Gloria stattfindet, weit über die realen Errungenschaften, die auch nicht zu vernachlässigen sind, aber weit darüber hinaus eben das Bewusstsein von gemeinsamen Interessen, von gemeinsamen Notwendigkeiten, von gemeinsamen Kampfes und überhaupt einer gemeinsamen Plattform. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Das finde ich einen ganz großen Fortschritt. Also wir sind ja auch dabei, einen neuen RegisseurInnenverband zu gründen. Und da finde ich das eben auch sehr interessant, dass also tatsächlich das Wichtigste, also was alle an irgendwie Forderungen an so einen Berufsverband mitbringen, ist, dass es einen solidarischen Austausch gibt. Ja? Mhm. Und das kann ich auch für meine Arbeit sagen, das ist unheimlich viel wert, eben Kolleginnen zu haben, die irgendeine Erfahrung gemacht haben, die ich noch nicht gemacht habe, ja, wo ich einfach anrufen kann oder wo man offen über Gagen spricht und ja, wo man fragen kann, ja, wie machst du das, wie hast du das gemacht? Und dass man da weiß, dass es einfach einen Zusammenhalt gibt. Ja. Und das habe ich schon auch, am Anfang meiner Karriere habe ich das irgendwie ziemlich stark gespürt, dass es da so eine totale Vereinzelung gibt. Und das nie, also mit mir hat nie ein Mann offen über solche Sachen gesprochen. Also sowas wie eine Mentorenschaft oder so von einem Mann, das habe ich nie erfahren. Ja. Ich erinnere mich an die kurze Phase, wo es die Aktion Filmfrauen gab. Also ein ganz loser, unorganisierter letztlich Verband, kann man schon gar nicht mehr sagen. Ein paar Treffen von Frauen, Regisseurinnen, wo aus diesen ganz wenigen Treffen eigentlich unglaublich viel entstanden ist. Das eine war, dass wir bei einer der ersten Treffen gesagt haben, jetzt legen wir mal alle die Gagen offen und sind draufgekommen, es gibt enorme Unterschiede. Und was dazu geführt hat, dass in der Folge die ordentlich gestiegen sind, ja, weil kein Mensch wusste ja, wie viel die andere verdient. Ein weiterer war, dass es damals in der Filmförderungskommission, glaube ich, hieß es damals, nur Männer gab. Also in dem Gremium, das entschied, welche Filme Geld kriegen, um produziert zu werden oder nicht, saßen nur Männer. Jahrelang nur Männer, dann gab es eine Neuwahl und es waren wieder nur Männer. Und dann haben wir gesagt, da protestieren wir jetzt dagegen, da stehen wir dagegen auf und verlangen jetzt die nächsten 5 Jahre nur Frauen und so. War natürlich so nicht durchgesetzt, aber es gab nie wieder eine Kommission ohne Frauen. Immerhin, ja. Also, und das ist, also, da kann schon, ich meine, wir waren auch sehr mutig und am mutigsten war die Margareta Heinrich, die sozusagen der Mastermind, das Mastermind der Geschichte war. Aber
Wir waren mutig und wir waren auch davon überzeugt, im Recht zu sein und nichts zu verlieren zu haben. Wir haben eine sehr schöne, du hast in deinen Archiven gewühlt und hast uns da schöne Schätze mitgebracht. Erstens haben wir noch drei Filmausschnitte zum Herzeigen. Und ich würde gerne mal die Andrea bitten, da uns ein bisschen durch deine, durch das, was du da gefunden hast, durchzuführen. Das bist du bei der Arbeit. Erzähl mal. Ja, das war ein Film, der den schrecklichen Titel Gekaufte Bräute hat. Er ist nicht von mir der Titel. Was wäre dein Titel gewesen? Bitte? Was wäre dein Titel gewesen? Das Land des Lächelns, aber das ging irgendwie nicht. Aber wurscht. Und da geht es um den Frauen- und aber auch Mädchen- und Kinderhandel zwischen Thailand, Philippinen und Deutschland damals. Ein Thema, das ein paar Jahre später gang und gäbe und in aller Munde war und bekannt war, damals nicht und schon überhaupt nicht die Tatsache, dass es da auch um den Handel mit Kindern, mit ganz jungen Mädchen, mit Kindern geht. Also ist die Geschichte einer Fotografin, die auf einer regen, nassen, verschneiten Fahrbahn, die da als Braut zu sehen ist, die Frau überfährt, weil die da aus dem Etablissement davon gelaufen ist und über die Straße läuft und so. Und die stirbt. Und dann versucht also diese Frau, die Familie zu finden und ihnen das zu sagen, was da passiert ist. Und dann kommt die Kleine, ihre Schwester sagt, jetzt muss sie das Geld besorgen. Jetzt ist die große Schwester, die gibt es nicht mehr. Und sie brauchen Geld und sie wird jetzt nach Deutschland gehen, weil sie der Meinung ist, die war so glücklich verheiratet. Du hast da auch einen Filmausschnitt mitgebracht. Sollen wir den jetzt zeigen? Wäre das ein guter Zeitpunkt? Ja. Ja? Es wird kurz finster. Es dauert immer ein bisschen. Oh, sige. Sa'yo na siya. Hanggang sa muli. Ha ha ha!
Geh nach Hause, Lila, zu deiner Mama. Manila ist zu hart für dich. Deutschland ist zu kalt für dich. Du bist noch ein Kind, Lilai. Ja, das war damals auch ein ziemlicher Aufreger. Es war auch die Zeit, wie gerade HIV sich massiv verbreitet hat. Natürlich auch über die Prostitution. Und ja, und. Du hast gar nichts Spannendes auf dem Desktop. Was? Jetzt stehe ich auf der Leitung. Entschuldigung, man hat kurz den Desktop von der Andrea gesehen, aber sie hat leider keine Geheimnisse, die sie uns damit verraten hat. Ja, wir durften auch nicht in Thailand drehen, dort war alles vorbereitet, alles recherchiert. Dann wurden wir kurz vor Drehbeginn ausgeladen, weil es gibt keine Prostitution in Thailand. Und dann wurde der Film in Manila gedreht, auf den Philippinen. Also es war damals grundsätzlich die Drehzeit viel länger als heute. Also das ist, wie du mir erzählt hast, was ein Kommissar, ein Tatort. 21 Tage. 21 Tage. Also für die Lebenslinien, weiß ich, hatten wir für einen Film über 30 Tage, so 33 oder so irgendwas. Was das jetzt genau war, weiß ich nicht, mit vielen Reisetagen und hin und her. Aber in der Dimension war es. Es ist schon unglaublich, wie sie die Arbeitsbedingungen verändert ja. haben, oder? Ja, und auch die, die Wertigkeit, die Regisseurinnen und Regisseuren zugebracht wird, die hat sich wahnsinnig verändert. Also das war das erste Mal und auch das letzte Mal, dass zum Beispiel ein Redakteur mich gezwungen hat und ich habe keine Rückendeckung gehabt, da eine Gedankenstimme einzuführen. Völlig sinnlos, braucht kein Mensch. Jeder weiß, worum es geht, völlig sinnlos. Aber ist mir damals nicht gelungen, da das zu verhindern. Aber wie gesagt, ist einmal passiert, dann nie wieder. Aber das war schon der Beginn dieser Verlagerung von der Macht, den Möglichkeiten der Kreativen hin zur Macht der Verwaltenden. Und ich habe das Gefühl, dieser Weg wurde sehr erfolgreich weitergegangen. Ja. Ja. Ja, das ist eine Entwicklung, die man so richtig schön zuschauen kann. Also wenn du das so schilderst, das ist irgendwie so, wirkt so ein bisschen unaufhaltsam. Ja, also ich denke, da hat sich eben, also darum habe ich das ja auch als erstes eben gedacht, dass es undenkbar wäre, heute so einen Film oder so eine Reihe wie Lebenslinien fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen zu machen, auch mit so einer starken Autorinnenhandschrift. Ja. Ja. Und mein Gefühl ist, dass ja, halt sehr stark jetzt Content-Produzentinnen sind und dass ja, da wird halt einfach überlegt, wofür schalten die Leute ein? Ja. Oder was, also jetzt auch was die ganzen Streamer angeht, ja, ja. Dass es halt irgendeinen Zeitgeist
treffen soll. Es ist einfach alles sehr stark, der Markt ist sozusagen sehr stark erforscht und ja. Die Gesetze des Marktes geben halt vor, was produziert wird. Und ja, also dieses Vertrauen irgendwie in Autorinnen, das sehe ich auch überhaupt nicht. Ja, wobei ich schon sagen muss, es war damals natürlich auch nicht so, dass das sowas wie die Lebenslinien Fernsehalltag gewesen wäre. Ja? Das ist, war schon das Ergebnis von langen und mühsamen und heftigen Kämpfen und Auseinandersetzungen und. Und die Mehrzahl der Produktionen war natürlich noch viel ärger als jetzt, traditionell bis höchst langweilig. Ja? Man muss schon auch im Kopf haben, klar, es war möglich, aber es war auch deshalb möglich, weil es da so doch einige Kämpferinnen gab, die sich da unheimlich eingesetzt haben. Ne? Also glatt ging es nicht. Und widerspruchslos ging es auch nicht. Und die Kritik war verheerend in Wien. Also die männlichen Kritiker haben sich vollkommen auf den Schlips getreten gefühlt. Also die haben zugeschlagen, wie es nur ging. Also es waren schon, also nur um das jetzt nicht zu verherrlichen, ja, also es waren schon sehr, sehr schwierige, auch zum Teil schmerzhafte Erfahrungen damit verbunden. Aber es war möglich, dass. Und ich weiß es nicht, ob es heute um den Preis auch möglich wäre. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich habe halt den Eindruck, dass es eben auch für so eine Form von Intellektualität einfach keine Wertschätzung gibt. Und ja. Also eine Zeit lang war es so, dass man halt gesagt hat, okay, also Fernsehen, das soll Unterhaltung sein und Kino, da kann die Intellektualität dann. Ja. Und jetzt, glaube ich, sind wir irgendwie da, wo man sagt, naja, das Kino, also das soll auch nicht zu intellektuell sein, das soll nicht spröde daherkommen und so weiter. Also, dass eigentlich alles, was wir produzieren, mal einfach prinzipiell sehr gefällig sein soll. Und zwar in eigentlich allen Bereichen. Mhm. Und das, finde ich, ist schon eine sehr spürbare Entwicklung. Also auch so eine Art Anbiederung oder Unterwerfung an eben Marktprinzipien, ja. Und gleichzeitig finde ich das so lustig, also mir kommt immer so vor, dass alle Sender sich so denken, wir wollen das neue Fleabag oder wir wollen das neue, was auch immer gerade das neue Fleabag ist, eh schon wieder alt, quasi das Neue, was alle super finden und bauen dann aber alles so konform, dass sie das neue Fleabag in einem Entwicklungsstadium nicht erkennen würden, wenn es sie in den Hintern bisse. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und das hat damals diese Bacher Partie, die haben das schon erkannt. Ne? Ja, dazu erkennen, dass man bei manchen Themengebieten sich nicht auskennt und es dann andere machen lässt. Ja, also ja. Auch die Jugendformate von damals schaut man sich jetzt immer noch sehr gern an, wenn man sie dann wo sehen kann und denkt sie, ah, wow. Ja. Also wo man auch, wo irgendwie auch der Druck da war, einem Publikum, also das, ich, mir ist das immer so vorgekommen, das empfinde ich auch so, also wenn ich daran zurückdenke, wie ich als Kind ferngesehen habe, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, ah, okay, da gibt es irgendwie schon so eine ernst gemeinte Kommunikation mit dem Publikum. Ja. Und dann in den 90er Jahren ist es irgendwie so geworden, dass man halt bespielt wird oder so. Ne? Mhm. Mhm. Und das haben wir halt jetzt perfektioniert. Also wenn man für Netflix schreibt, dann muss man so schreiben, dass man sich auch alles in eineinhalbfacher Geschwindigkeit anschauen kann zum Beispiel. Weil halt die Leute sich auf dem Handy in der Netflix-App die Sachen in eineinhalbfacher Geschwindigkeit anschauen, weil sie gar nicht die Geduld haben, in normalem Tempo sich eine Folge von etwas anzuschauen. Und das wird dann den Autorinnen auch gesagt, die müssen dann nach diesem Prinzip hier noch schreiben können oder so. Ja? Mhm. Also irgendwie, oder ich denke dann auch an so also Diskussionsformate oder so, ja? Also dass auch die Idee von einem Medium, das halt so stark diskursprägend war und da, also das sehe ich halt irgendwie mit so einer Wehmut, weil das gibt es halt irgendwie nicht mehr auf der anderen Seite und darüber haben wir auch gerade vorhin gesprochen, also was zum Beispiel die Kritik angeht,
dass halt dann auch wiederum diese Deutungshoheit von einigen wenigen natürlich auch dazu führt, dass man sehr schnell die Arbeit von zum Beispiel Frauen diskreditieren kann, wenn es halt nur zwei oder drei genau. Burschen gibt, die über Filme schreiben mhm. und deren Meinung irgendwie darüber bestimmt, ob wir halt arbeiten können oder nicht. Und da sehe ich dann halt auch wieder diese Diversifizierung oder Demokratisierung von Meinung und Geschmack und Stimme dafür durch das Internet. Das sehe ich dann wieder zum Beispiel für meine Arbeit als sehr wertvoll, mhm. weil ich eben auch für einen feministischen Kinofilm halt dann erstens mein Publikum erreichen kann und die Stimme meines Publikums auch eine Sichtbarkeit bekommt. Ja. Sag Käthe, wie hast du deine Themen dann immer gefunden? Ich schaue mir gerade an, die zwei Ausschnitte, die wir noch haben, die wir auf jeden Fall herzeigen möchten, ist das eines von das 10. Jahr und dann ist vielleicht habe ich Glück gehabt. Wie bist du zu deinen Themen gekommen und wie hast du sie auch durchgesetzt jedes Mal? Das ist ein Foto aus das 10. Jahr. Das 10. Jahr war eine Beziehungsgeschichte, eine klassische, eine, die man 100-mal erlebt, die ich halt in zugespitzter Form da erzählt habe. Und da haben wir auch die schönen, da haben wir die Stimmen der Kritik. Ja, und das war also ein Film, der extrem polarisiert hat, extrem, also von großer Begeisterung bis zu absoluter Vernichtung und moralischer Verworfenheit und was weiß ich alles. Ich mag den Film sehr. Formal das Gegenteil von den Lebenslinien, auch dem, was wir davor gesehen haben. Es ist ein Film, der fast in einem Raum spielt. Und das ist natürlich schon herausfordernd, aber ist eine wahnsinnig spannend, auch filmisch eine ganz, ganz spannende Arbeit gewesen. Und so wie praktisch alle meine Filme, also extrem inhomogen aufgenommen wurden, das war natürlich ein Lieblingsfraß für die männliche Kritik. Unprofessionell und sehr schlecht. Ja, einfach hingerotzt. Ne? Geballte Betroffenheitsrhetorik. Ja. Hast du so wieder so ein Frauenthema oder was? Ja. Aber sehenswert allemal, schau. Steht da, oder was? Ja. Ja. Erschreckendes Bild unserer kranken Seele. Ja. Es ist, unser Berufsstand ist schon manchmal sehr zum Schämen, es tut mir sehr leid. Mir gefällt Bestätigung für klaustrophobische Singles. Ja, es ist, wird da auch, wenn man das einmal so ein bisschen zusammenklappt, auch ganz offensichtlich, wie viel voneinander abgeschrieben wird. Ne? Also irgendjemand hat dann geschrieben, da geht es um eine Ehe, es geht um keine Ehe. aber das hat sich dann gleich so verbreitet und so. Also, aber das beruhigt mich irgendwie. Ich habe immer gedacht, das ist ein Phänomen des Internets, dass halt alle, die zu faul sind, was zu sehen, beim Variety abschreiben und dann schreiben alle von denen ab, die zuerst beim Variety abgeschrieben haben und ein paar schreiben vom Hollywood Reporter ab. Dann, aber das war dann scheinbar schleichen eh sie ein paar Fehler so. Ein, die tragen sich dann auch weiter. Und so, ja. Ja, so hat halt ein Drehbuch ausgeschaut. Das ist total toll. Was ist das links erklär? Ja, das ist schon herausfordernd, da solche Bewegungsabläufe da. Aber vielleicht schauen wir uns ein Stück an. Ja, schauen wir uns den Ausschnitt an. Das wäre dann der zweite. Danke dir.
Lucy, erinnerst du dich an das rote Zimmer? Nein. Die haben uns unsere Papiere gegeben. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, dass ich andauernd meinen Bruder gesucht habe. Nimmt sie denn nur die Schlüssel? Ralf. Warm? Ja. Warm, wärmer, früh wärmer, kalt. Kälter. Ja. Warm, wärmer, wärmer, heiß, ganz kalt. Lauwarm, ja, ja. Warm, wärmer, heiß, eiskalt. Hast du keine Ahnung? Ein bisschen schon. Ein wenig Ahnung habe ich. Weißt du, wo die Schlüssel sind? Ach so, die Schlüssel jetzt weiß ich nicht. Ich muss hier raus, sonst ist schon oben. Du wirst hier bleiben. Diese eine Nacht wirst du hier bleiben. Ach, das ist ein ganz neuer Zug an dir. Du sperrst mir nicht ein. Kein Fluchtweg. Ich kann jederzeit gehen, wann ich will. Ich nehme meinen Schlüssel, sperre auf und gehe. Geh doch. Ich will nicht. Findest dich toll, ne? Das geht. Weißt du, dass du pervers bist? Ach ja? Wie aufregend. Du bist ein Sadist, ja. Das einzige Problem ist, dass du kein ordentlicher Masochist bist. Bist du halbe halbe? Ich bin halbe halbe. Halbe halbe. Und außerdem infantil. So, kann ich jetzt gehen? Nein. Ich liebe dich nämlich. Du liebst mich. So, ich geh jetzt schlafen.
Ja, vielleicht manche von euch bekannt oder auch nicht. Schweigen. Also ich habe, gibt es eine Wortmeldung? Dann machen wir noch geschwind weiter und machen wir ganz am Ende eine Fragerunde, damit wir dann auch den Filmvorführer entlassen können. Ja, oder? Jetzt hat sich das Mikro da. Jetzt okay. Ja. Na, ich wollte zu dem ersten Film noch einmal zurückkommen, weil mir vorkommt, dass da eine Gesellschaft dargestellt wird, in der einfach alle unglücklich und unzufrieden sind. Sowohl der Mann, der vergewaltigt, als auch die Frau, die vergewaltigt wird, sowohl die kleine junge Frau, die jetzt also Untertanin wird, als auch ihre Chefin. Also es ist eigentlich ein Bild, dass das ganze System völlig daneben ist und dass niemand eigentlich damit gut auskommt. Und dass das nur scheinbar ist, dass manchen es viel besser geht. Wir reden jetzt von den Lebenslinien, von der Augustine, ja. Ja, das, ich meine, das war auch natürlich, nicht natürlich, aber das war auch ein Anspruch, auch die Menschen, auf deren Seite ich nicht stehe, verstehbar zu machen und ihnen in einem gewissen Maß ihr persönliches Recht zu geben. Das ist etwas, was... Das Gegenteil wurde mir dann dauernd vorgeworfen von diesen Menschen, die da sowas schreiben, dass die Männer also schlecht behandelt werden, dass sie von mir, dass sie zu kurz kommen, dass sie zu wenig Raum haben, dass sie zu wenig Platz haben. Ich habe mich immer so verstanden, dass die, oder meine Filme immer so verstanden, dass die Männerfiguren, die ich zeichne, wesentlich differenzierter sind als die meisten Frauenfiguren, die Männer zeichnen. Also, dass ich denen viel mehr Aufmerksamkeit und auch Differenziertheit zukommen habe lassen. Und auch wollte, weil ich es auch interessanter finde. Ich hätte eben auch noch zu den Lebenslinien so ein paar, wie haben Sie das gemacht, Fragen. Ja. Sollen wir das jetzt machen oder wolltet ihr... Aber was haltet ihr davon, wenn wir quasi das noch abschließen und dann den Kreis schließen mit den Lebenslinien und zum Publikum überleiten? Ist das für alle okay? Ja. Passt, dann haben wir ungefähr so, haben wir einen Plan. Ja. Bitte sprich noch kurz über dieses Bild. Ist die Verfasser, ist die Zeichnerin noch da? Ja, da sitzt sie. Ja, das ist diese Zeichnung war das Deckblatt eines Drehbuchs, mit dem habe ich jeden Tag angefangen und aufgehört und so. Und ja, meine Tochter war damals noch sehr klein, wie man sehen kann, und war wie auch heute noch, aber auch praktisch eine ganz wichtige Person und ein wichtiges, korrektiv nicht, aber etwas, was mich immer so in eine andere Wirklichkeit auch immer wieder gebracht hat, was sicher gut war, was sicher für sie nicht immer leicht war, für mich auch nicht, aber wir haben es irgendwie hingekriegt, ne? Kann man sagen. Ich habe gerade gedacht, sie hat... Sag nochmal. Ich würde gedacht, sie hat von der Arbeit einer Regisseurin mehr mitbekommen als du auf der Filmakademie. Ja, also ich hätte wahrscheinlich nach 6 Jahren auf der Filmakademie nicht so eine Zeichnung machen können. Wie geht's weiter? Naja, und vielleicht für... sage ich noch ein paar Worte zu dem Film, wo wir ein Stückchen jetzt gesehen haben, das wir dann abgebrochen haben. Das war mein letzter Film, ein Dokumentarfilm mit dem Titel Vielleicht habe ich Glück gehabt. Erzählt von unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite von alten Frauen, die im 38, 39er Jahr als
mit dem Kindertransport nach England flüchten konnten und von ihren Eltern geschickt wurden. Jetzt nicht um die Geschichten zu vergleichen, sondern um der Frage nachzugehen, was bedeutet es eigentlich für einen jungen Menschen, wenn er alles hinter sich lässt, was Heimat, Geborgenheit, Sicherheit und so weiter bedeutet. Und das ist sicher vergleichbar, diese Art von Erfahrung. Und das Erschreckende ist, dass viele, viele Dinge, die da vorkommen, genauso heute gedreht sein könnten. Also das, es ist, als ob diese 20 Jahre nicht vergangen wäre. Es ist unfassbar, dass ein so virulentes Problem, und das war es damals schon, nicht so weit, nicht so bekannt und nicht so im öffentlichen Bewusstsein verankert, aber es war da, natürlich, dass es 20 Jahre später noch genauso ist. Was einerseits deprimierend ist, andererseits aber auch schon auch wieder zeigt, dass manchmal Filmschaffende Dinge aufgreifen können, die, ja, wo man besser vielleicht ein bisschen hinhören könnte. Wäre nicht übel. Ja, und das sind ein Jugendlicher aus Marokko, das sind Bilder aus Marokko, das ist ein Bild aus Addis Abeba, also aus Äthiopien, ne, das ist noch zusammenbringen. Und ein Bub war aus Moldawien. Und wir haben dort diese Familien besucht, die zurückgeblieben sind, und haben ihnen also Briefe und Fotos und so weiter mitgebracht und haben auch ermöglicht, dass sie miteinander telefonieren konnten. Und das haben wir dann wieder gedreht. Und da können wir uns ein Stück davon anschauen. Bitte der letzte Filmausschnitt, danke. Erinnerst du dich an das rote Zimmer? Nein. Wir haben uns unsere Papiere gegeben. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, dass ich andauernd meinen Bruder gesucht habe. Deinen Bruder. Erinnerst du dich an das rote Zimmer? Nein. Wir haben uns unsere Papiere gegeben. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, dass ich andauernd meinen Bruder gesucht habe. Deinen Bruder. Thank you.
Mikro. Ja. Eigentlich hätte jetzt noch ein Telefongespräch kommen sollen, aber gut. Wurscht, es ist so. Es ist so. Und ja, also es ging mir da darum, also diesen Diskurs, so diesen undifferenzierten Flüchtlinge-Diskurs, eine Erfahrung entgegenzusetzen, wie sich das anfühlt, wie sich das anfühlt für die Zurückgebliebenen, für die, die hier sind, für die, die allein sind, wie diese Erfahrung ihr Leben prägt, aber auch wie viel Mut und wie viel Geschicklichkeit und wie viel Wiffheit diese jungen Menschen hatten und haben, die es geschafft haben, hierher zu kommen. Es ist eine unglaubliche Leistung, ne? Mit 13, 14 über Kontinente zu reisen, allein. Und eigentlich wäre es angebracht, denen das zu wertschätzen, was die zu bieten haben, nämlich viel Mut, viel Kraft, viel Entschlossenheit. Ja. Und es wurden ihnen damals nur Steine in den Weg gelegt und es ist heute wohl nicht anders. Danke dir. Ich finde, man merkt gerade sehr, dass man einem Lebenswerk natürlich nicht gerecht werden kann in so einem Abend und dass man immer nur irgendwas anreißt, wo man eigentlich sofort weiterschauen will. Ich schlage jetzt extrem unelegant den Bogen zu dieser DVD, wo man übrigens, die ist bei Hanzel erschienen, da sind zumindest alle 5 Teile von den Lebenslinien zum Nachschauen, was ich auch noch am, also ich zeige jetzt alles her, was ich habe. Was ich sehr toll finde, ist dieses Buch, das heißt Wiener Feministinnen der 1970er Jahre, zündende Funken, und es schafft was, was eigentlich völlig unmöglich ist, und zwar nimmt es die Stimmen von über 100 Personen und verwebt die zu einem, sehr viele Personen, die da beteiligt waren, verwebt es zu einem sehr gut lesbaren, sehr spannenden, tollen Buch, und da sind auch Texte von dir drinnen, ja, die sehr verstörend sind, auf gute Weise. Und was ich noch, ich zeige Ihnen das nur und ich zeige es auch gerne nachher her, wenn es sich wer anschauen mag, das ist quasi Käthe Kratz Lebenslinien, das Buch zum Film. Ich habe es online noch aufgestellt. Magst du da noch was sagen, weil ich kenne sowas gar nicht zum österreichischen Fernsehen. Das war auch eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Also die sind auf mich zugekommen vom Knauer Verlag und haben eben gefragt, ob ich aus diesen 3 Geschichten etwas, ein Stück Literatur machen möchte. Also das natürlich nicht die filmische Erzählweise leugnen kann und soll, aber trotzdem im Literatur ist. Und ich fand das spannend. Und ja, und das ist dabei herausgekommen. So, jetzt schließen wir den Bogen zurück. Ich übergebe an dich und dann würde ich sagen, wir stellen uns noch den Fragen vom Publikum. Wir wissen, es ist schon spät und es ist Winter. Wir können das aber ansonsten auch nachher noch gern nur als Vorankündigung. Es gibt ein paar Gläser Wein und man kann die Gespräche auch noch an der Bar fortsetzen. Bitte, Katharina. Also mich, wie ich den Film das erste Mal angeschaut habe, hat mich natürlich am meisten beschäftigt, was das für eine Geschichte ist. Und beim zweiten Mal anschauen habe ich mich dann gefragt, wie war das, diesen Film zu drehen? Weil ich so viel sehe, was einfach so schwierig und aufwendig zu machen ist. Also zum Beispiel, wie war es, diese ganzen Drehorte zu finden in Wien in den späten 70er oder frühen 80er Jahren? War das noch einfach? Gab es da viel, was noch wirklich so historisch unangetastet gewirkt hat? Wie habt ihr den ganzen Dreck auf dem Boden gemacht? Der war da noch, oder? War der Schnee echt? Nein, der war sicher nicht echt. Und, also weiß ich nicht mehr, aber war sicher nicht echt, nein. Nein. Und genau, also das würde mich mal interessieren, wie war das so prinzipiell, also so historisch zu drehen in dieser Zeit? Ja, nein, also von den Locations her, von den Drehorten gab es natürlich noch mehr, als es jetzt gibt. Also ich erinnere mich an irgendeine Fabrik, was war denn das? Wurscht, also war irgendwo in St. Marx, da waren noch diverse Gebäude,
alle noch hochgiftig, voll mit allen möglichen verbotenen Substanzen. Na genau, dort haben wir natürlich dann gedreht. Ah ja, das war für eine zweite Lebenslinienfolge. Also das gab es schon noch mehr als jetzt. Aber es war auch wieder die wirkliche Entschlossenheit von der Angela Harreiter, der Ausstatterin, Architektin, die einfach das gesucht hat, das vorgelegt hat, gesagt hat, so gehört, so braucht man, also wir haben das nicht abgesprochen, aber die das einfach eingefordert hat. Ja. Und natürlich gab es da Zähneknirschen und Verhandlungen mit Budget und hin und her und so, aber wir haben auch keine Angst gehabt, uns unbeliebt zu machen. Ich glaube, das ist eine... Ich erkenne da so ein gewisses Sisterhut gerade in deinem Augenpunkt. Ja, also ja. Geliebt haben sie uns nicht für diese Radikalität, aber das war uns eigentlich ein bisschen wurscht. Ja? Also das war kein Kriterium, sondern das Kriterium war, bestmögliche Lösungen für jede Szene zu finden. Die haben wir im Semper-Depot gedreht. Ja, das. Ja, nein. Das also außen im Waldviertel und innen im Semper-Depot. Ja, ja, ja. Ja, es ist, ich meine, es kostet wie alles seinen Preis, logisch, aber es ist schon besser halt dann nochmal oder auch öfter nicht gemocht zu werden als oder auch abgelehnt zu werden, als halt irgendwie so sich halb irgendwie durchzuschwindeln, mogeln, bewegen. Ich habe den Eindruck, gemocht zu werden ist für Frauen sowieso eine so schwierige Übung, dass man vielleicht danach diesen Aufwand anders investieren kann. Viel besser, absolut, absolut, ja, ja, ja. Wobei das gemocht werden, also das klingt jetzt so ein bisschen so gar psychologisch, also es ging nicht darum, von irgendjemandem persönlich gemocht zu werden, sondern durchaus auch als im Beruf, ja, also den Ruf zu haben, unbequem zu sein, drauf zu bestehen, nicht nachzugeben, stur zu sein, alle diese Dinge. Ja, die aber das sind ja bei Männern und männlichen Genies immer sehr tolle, ja, positive Eigenschaften. Genau, 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 genau. Und ich habe auch, ich weiß, in so also vor allem am Anfang, in so Momenten, wo ich so ins Schwanken gekommen bin, haben wir öfter gedacht, würde der Axel Korte jetzt nachgeben? Nein. Und dachte ich auch nicht. So. Aber ja, es ist halt. Es ist gut, darauf zurückschauen zu können. Es war eine tolle Arbeit, es war eine tolle Zeit. Es hat einen Preis gekostet, einen ziemlich hohen. Und ich würde es wieder machen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie das Schlusswort, oder? Darf ich mal kurz, nur so überschlagsmäßig, wie viele Fragen gibt es denn aus dem Publikum? Darf ich bitten, das war jetzt so schön, sollen wir das noch machen oder magst du es an der Bar beantworten? Ja, es ist ganz wurscht. Bitte. Wenn Sie einen Film machen könnten jetzt, also egal was, wenn Sie absolut träumen könnten, was würden Sie machen oder worüber würden Sie den Film machen? Ich habe, nachdem ich so lange, jahrelang im Burnout gehängt bin, ich habe aufgehört, in Filmen zu träumen. Also es ist so weit weg jetzt und wenn ich an Filme machen denke, auch wenn ich Menschen so auf der Straße manchmal so sehe, Dreharbeiten, ich sehe nur immer die Anstrengung, den Stress, die Panik in den Augen leuchten und ich denke mir, nein. Nein, es geht auch, es ging auch nicht mehr. Ja, also es ist. Aber das klingt vielleicht so traurig oder so, ist es nicht. Also ich habe das lang gemacht, solange ich es konnte, und dann konnte ich es halt nicht mehr. Da
danke auch dafür, dass du das sagst, weil ich finde eben, dass wir ja sehr stark, also so gedrängt werden, uns vorzustellen, dass unsere Filmkarrieren uns durch ein ganzes Leben tragen müssen. Mhm. Und ich finde, dass das teilweise auch also so eine Anspruchshaltung generiert. Ja? Und ich finde eigentlich ganz gut auch, dass wir vielleicht irgendwann nichts Relevantes mehr zu sagen haben, dass wir das vielleicht auch, also das sage ich jetzt nicht über dich, aber ich denke das über mich, ja. Ich würde gerne aufhören, wenn das, was ich zu sagen habe, irgendwie zu dem Diskurs, den die Welt braucht, nicht mehr passt. Oder, ja, oder eine Pause machen, um das wieder aufzufüllen. Zum Beispiel. Oder auch einfach zu wechseln in einen anderen Beruf, der vielleicht auch mit Kommunikation und Politik zu tun hat. Oder, aber ich finde eben auch, dass das etwas ist, was man sehr selten über Filmkarrieren oder Karrieren von Künstlerinnen sagt, ja, dass es diese Möglichkeit gibt, auch eben einfach damit aufzuhören. Ja. Und dass das ja die Dinge, die man gemacht hat, nicht weniger relevant macht, ja. Vielleicht sogar im Gegenteil, ne, weil man nicht angefangen hat, einfach nur, also es wird jetzt oft gesagt, so, ah ja, die armen Regisseure, die kriegen kein Geld mehr, weil jetzt die ganzen jungen Frauen die Jobs bekommen, jetzt können die ihre Familien nicht mehr ernähren und so. Und dann denke ich mir, Frauen haben ja bekanntlich keine Familien. Frauen haben keine Familie, ja. Brauchen kein Geld. Mhm. Du meinst, du würdest umschulen vorschlagen? Ja, und ich denke mir halt, aha, woher kommt diese Idee, dass man ein Leben lang das machen muss? So, ich denke auch, gerade wenn man Regie macht, dann da muss man eh so viele Skills mitbringen, die kann man sicher an vielen anderen Orten auch verwenden. Und das sage ich jetzt gar nicht so sehr für die anderen, sondern auch für mich. Und ich finde das deshalb auch also sehr schön zu hören von einer Karriere, wo du sagst, auch jetzt ohne Bitterkeit, dass du eben einfach dann aufgehört hast, Filme zu machen und diese Phase einfach abgeschlossen ist. Ja. Ja, und ich finde es auch sehr wichtig, dass du den Preis immer erwähnst, weil das wird dann immer so. Wir denken leider, wie die Katharin Resedaritz redet da immer sehr toll drüber, wir denken immer in dieser Heldengeschichte, die halt auf eine Heldinnengeschichte auch nicht immer umzumünzen ist. Und alles, was davon abweicht, tun wir uns dann immer schwer zu erzählen, weil wir halt auch vom Kino geprägt sind, so sehr wir versuchen, darüber zu stehen. Ich sage jetzt sehr herzlichen Dank. Ich merke nämlich, dass alle zwar bis zum Schluss sehr konzentriert waren, aber dass es langsam spät wird. Und erinnere nochmal daran, dass es draußen Wein gibt an der Bar. Und sage herzlichen Dank.